Wir haben eine Bimmel gefressen. Ja, die guckt ein bisschen blöd. Naja, also, so endet man, wenn man zu lange mit mir rumrennt hier. So. Also, ich habe schon mal ein bisschen Arbeit abgenommen. Ne? Im letzten Video war ja das Thema, dass ich mir hier irgendwo eine Keycard besorge und dann mit dem Muffelanzug in eine Pillbox, Pillenbox gehe, genau. Ja. Ach komm, der guten alten Zeiten will, ne? Oh, ein Maus-Smoothing wäre mal richtig geil hier. Ja? Oder Mausglättung heißt's ja. Mir ist ziemlich warm. Ja, Schnulli, du willst ja nur, dass ich wieder ausziehe hier. Sie kennen mich. Sag mal, ist die Stadt hier schon wieder zu Ende? Nee. Ah doch, hier sind wir fertig. Hier sind wir richtig. Jetzt müssen wir aufpassen. Genau deswegen. Hier ist nämlich ein Sprengpipi. Ich weiß gar nicht, wie lange hat man Zeit, wenn man dem Vieh in die Birne schießt. Wir könnten ja mal gucken. Ich finde das so ein Messer. Ach, den kann ich gar nicht knacken. Ja, ich habe mal wieder keine Gummihandschuhe oder was. Was braucht man dafür? Ach, die Zange. Na klar. Ja, die ist da drinnen wahrscheinlich. In der Werkstatt. Da wette ich doch. Da schnülle ich nicht, dass der gleich Öhr in den Kopf fliegt, ja. Den anderen Puppen scheint der Koch egal zu sein, wenn ihre eigenen Leute explodieren. Verpiss dich! Es ist vorbei! Wir haben schon fast wieder Frühling! Ja, ist gut. Wer packt denn bitte einen einzelnen Ziegelstein in eine Pappbox? Scheiße! Ach, dieses. Ich habe auch bloß so einen kleinen Assault-Rucksack mit, he? Das ist mal wieder perfekt, he? Und da gibt mir das Spiel natürlich wieder die fettesten Teile hier. Aber wenn ich den fetten Rucksack mit habe, da habe ich ja 20.000 Sachen drin, ne? Mit Klemmgelümpe. Verbandszeug. Schraubendreher. Mit dem ganzen anderen Rotz. Ach, jetzt weiß ich, was fehlt. Haarklammern. Falls ich das vorher nicht erwähnt habe. Ich habe es erwähnt. Benzin. Aber OBS hat ja keinen Bock gehabt. Haarklammern sind weg. Und entweder habe ich die in irgendeinem Pullover, den ich ausgezogen habe, weil es zu warm ist. Oder das Spiel hat mir die wieder rausgenommen. Hier hatte ich doch gerade Thermometer. Wie warm haben wir es denn überhaupt? Oh, das war ganz weit oben, hast du gesehen? Ganz schön warm in der Tasche. In der Sonne haben wir, hier sind 28 Grad. Jetzt geht's nach oben. Wir haben 40 Grad hier in der Sonne. Ja, deswegen habe ich die Schnulle ja auch ein bisschen nackt gemacht hier, ne? Guck mal, da sind Öle. Jetzt kommen noch mehr Puppen. Das ist natürlich sehr schön. Für die Pistole habe ich keinen Schalldämpfer, halt nur für die MP. Ach, da bleibst du da hinten in dir. Versteck dich halt mit der Pups. Ein alter Reparatursack. Oh, mit 8 Aufladungen. Ich nehme mal die Zange mit, falls hier noch so ein Sprengpüppchen kommt. Ich brauche ja außerdem ja noch Haarklammern, sonst brauche ich ja gar nicht erst. Das ist wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal waren es Schraubendreher im letzten Video, wo ich mit Schnull unterwegs war. Und jetzt sind es Haarklammern. Ja, wen willst du hier verarschen? Jetzt gehe ich hier rein, in der Hoffnung, dass hier vielleicht noch ein bisschen Haarklammern sind. Ein bisschen Haarklammern. Ich weiß, dass hier eine Puppe war. So, mal schauen. Tournik. Noch mehr Seife. Vielleicht soll ich runtergehen ans Wasser. Erstmal wieder meine Klamotten waschen. Sag mal. Ist das hier DM oder was? Oder ist das ein Bullenrevier?
Na, immerhin, ich habe noch 6 Mümpfen. Die glatzköpfigen Polizisten stehen anscheinend auf Haarklammern. Was auch immer sie damit fixieren wollen. Die haben ja alle keine Haare. Also nicht wirklich. Das, wenn hier ein M9 Magazin ist und hier ist immer eins drin, kannst du den kompletten Spot vergessen. Da ist dann nur Grütze drin. Das ist hier. HS9, sag ich doch. Jetzt haben wir noch 3. Schraubendreher habe ich jetzt genug. Aber jetzt fehlen halt Haarklammern. Natürlich. Ich sag doch, M9. Kannst du vergessen. Haarklammern, immerhin. Aber mir geht es ja um die Keycard. Ja, zu spät, du dösliche Sau. Es sind 40 Grad, hey, und du rennst hier. Ne? Tschüss. So, jetzt habst du alle wach gemacht. Ist die Türen alle zu? Ich bin durchs Fenster rein. Ach, der Verwaltungs-Udo. Wieder runterrutscht, hä? Und der Nächste. mit dem Kopf in den Arsch rein. Ja, guck an. Halt mal die Stirne stille. Ja, jetzt geh Schalldämpfer. Das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger. Aber hier ist irgendwie auch nur eine Sprengpüppi gewesen. Von daher irrelevant. Ein Hunter-Magazin. Leider ist die Munition sehr selten. So. Jetzt fragen wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Friedfische. Ne, warte mal, ich hab da hier noch welche. Zerlegen. Warum, dass ich nicht automatisch immer einen rausnehme, bis es alle ist? Das ist so umständlich. Schmeckt heute wieder, hä? Naja, das kann ich gut. Ich bin Deutscher, so bin ich nochmal drauf. Immer meckern an allen und anderen. Wenn jemand anderes irgendwas besser kann als ich, sofort meckern. Der Neidfaktor. Wenn mir irgendwas nicht passt, meckern. Meine düssische Meinung kundgeben. Das muss sein. Neun Millimeter Muni. Das ist mal nützlich. So, meine 2 Friedfische. 3. Ich kann nicht zählen. Ich war auf einer deutschen Schule. Da lernt man sowas nicht. Aber ich kann den Flächeninhalt von dem Dreieck ausrechnen. Und schon bin ich jemand ja in der Welt. Das ist ja mega gefragt, der ganze Scheiß. Balaklava. Hört sich an, irgendwie wie Öfengericht. Barbara Salisch, das Öfengericht. Ich finde die Keycards nicht, ja. Unfassbar. Dann wird's wohl doch ein Bunker, ne? Das. Das ist jetzt auch schon sehr lange her, dass ich die letzte Keycard gefunden habe. Also es müsste eigentlich schon längst ein neues spawnen. Oder ich finde die erst, wenn dieser Puppenanzug kaputt ist. Den kannst du ja nicht mehr reparieren und der verliert kontinuierlich an Zustand. Gesundheit, wie auch immer man das nennen möchte. Keycard gibt's hier nicht. In the Bunker. Wenn dieses Banksystem reinkommt, bekommt man ja auch eine Geldkarte. Mich würde interessieren, wie das dann im Mehrspieler ist. Ob man dann auch eine PIN braucht? Oder ob man einfach nur so seine eigene Karte kriegt? Da muss man vielleicht zur Bank und dann erstmal seine Karte holen im Händlerposten. Und wenn das dann im Mehrspieler, wenn dir irgendeiner dann die Bankkarte wegnimmt, ob er dann auch pauschal dann gleich dein Geld abheben kann.
Das wird da schon, das geht da schon fast in Richtung Komplexität. Ja, das Ding über Eingang. Was sind denn das für Straßen? Wie ungünstig, hä? Und ich war schon wieder geschoren. Ich bin noch schon mal in der Nähe von dem Ding, da kichert das schon so unqualifiziert. So, da ist ein Bot. Da ist der Eingang. Das sieht ja ganz einfach aus. Ja, jetzt wird das Wetter natürlich scheiße, wie immer. Jetzt fehlt noch, dass es regnet. Aber das ist, glaube ich, das hat was mit dem Halloween-Update zu tun, ne? Da ist ja pauschal Herbst und deswegen ist das Wetter absichtlich auch immer scheiße. Wo ist denn der? Es hat gepiepst, der muss ja hinter der Mauer sein oder so, hä? Also hinter dem Wachhäuschen. Turm! Oh, hier schön Gebüsche. Ich muss mir noch einmal. Ja, da, jedenfalls ist da der Bunkereingang. Ist denn das Ding hinter dem im Gebüsche, hä? Weiß ich, wir warten mal ab hier. Wenn die mal die Sonne scheinen würde. Da ist er doch. Der Kollege. Ja, du darfst dich raus. Sie verlassen den Checkpoint Wednesday. Oh, das Wetter. Muss das sehen? Immer wenn ich filme, ist das Wetter scheiße. Die könnten ein Spiel machen, wo du in der Antarktis bist und es ist gerade arktischer Tag. Und der Tag, da geht ein halbes Jahr. Nicht bei mir. Es wäre sofort Arschduster. Ach, wie läuft denn der? Das ist übel. Vor allen Dingen, da diese Bunker so scheiße auf und zu gehen hier, ne? Ich muss gucken, wie er läuft hier. Oh, was ist denn das für ein Kackwinkel? Herr Kackwinkel. Jetzt rennt er wieder zurück, hä? Ah, gut, in die Richtung? Ja, ist trotzdem kacke. Herr Kackwinkel. Okay. Ich habe alles gesehen. Und nicht, dass hier oben noch einer auftaucht. Das wäre ja ein übler Shit. Ich frage mich, wann die ihre Raketenwerfer kriegen. Ja, um Flugzeuge runterzuholen zum Beispiel. Obwohl, meistens holt man, meistens kommen die Flugzeuge ja von allein runter, ne? Landen und so. Ich will das zumachen. Also wenn ich hier schon drin war, habe ich es vergessen. Hm? Nein, 9 mm, Woody. Habe ich Einzelschuss? Ich glaube ja, hä? Ja. Ach, das ist ein Licht. Je mehr Truhen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, hier eine Keycard zu finden. Oder was zu übersehen. Zum Beispiel den einzigen... Die einzige Kiste mit einer Keycard. Lieber ein Spot mit 10 Kisten, wo man hundertprozentig sicher ist, dass da was drin ist oder nicht, als 100 Kisten, ohne zu wissen, was drin ist. Hier ist zum Beispiel nichts drin. Das kenne ich doch. Da ist doch genauso wie der Bunker hier oben.
Wo ist denn der? Da. Das ist der Kinder derselbe. Derselbe Schnitt. Jetzt müsst man hier. Nee, ist doch nicht so. Oh. Hab ich immer recht hier. Ein RPK. Und das unvermeidliche 9mm Magazin. Oh, die Keycard! Föhn. Na, föhn. So, läuft ab in 72 Stunden in A2. Das ist dann. Wo ist denn hier ein Bunker? A2. Auf jeden Fall ist nicht weit weg. Nicht wahr? Ich glaube, das ist da oben, das Ding, oder? Ist das ein Bunker? Man bunkert, man munkelt. Das ging ja schneller als gedacht. Hat ja nur eine Folge gedauert. Jetzt müssen wir bloß noch am Leben bleiben, ja? Also Leben hier rauskommen. Aber. Bibi hat, muss gleich Angst, Lulu machen. Es geht doch nichts über Hygiene, hä? Und ab reingesägt in den Medizinbereich. Wir geben unsere Urinprobe ab. Ja, Pups, wie sie das aufsammeln wollen. Krieg's besser. So langsam. Ich hab das am Anfang, wo die Corona-Scheiße losging, ne? Ich meine, wir haben ja sowieso schon ein Problem mit der deutschen Sprache, ne? Gendern und sowas, ne? Aber wo dann am Anfang von dem Corona-Scheiß kam, hier mit dem Mundschutz, ne? Da haben sie immer gesagt, Mundschutze. Die Mehrzahl von Mundschutz ist Mundschutze. Genau. Und die Mehrzahl von Knieschutz oder Knieschoner, Knieschutz ist Knieschutze, ne? Wer kennt's nicht, die Knieschutze? Zieht ja, wenn du Skateboard fahren gehst, zieht dir die Knieschutze an. Ich hab's dann immer gleich abgeschaltet, ne? Also wenn das schon im deutschen Qualitätsfernsehen, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen anfängt zu hapern mit der deutschen Sprache. Denkmal und Denkmale. Ja, Denkmal! Antibiotika! Jetzt hab ich dafür keinen Platz mehr. Ja, auf was könnte ich verzichten? Auf die 45er. Und dann haben wir noch Thunfisch. Haben wir Hunger? Ja. Dann lassen wir die gebückene Bum hier und essen jetzt etwas Thunfischsalat. Gönn dir mein Schnulli. Meine Güte, ja. Oh, Alter, ein Tagebuch. Junge, gib mir doch mal was, was man hier in solchen Buden hier normalerweise findet. Mützen. Sonnenbrillen. Macht unterirdisch gesehen natürlich ja voll Sinn, Sonnenbrillen. Ich finde ja alles. Außer. Handschuhe. Sonst findest du ja immer Handschuhe, außer wenn du es brauchst. Zum Glück suchst du keine Zange. Die wird ich nämlich auch nicht finden. Ja. Ich raste aus, ja, das gibt's ja wohl nicht. Ja. Jetzt muss ich wieder über die halbe Insel, um ein paar Gummihandschuhe zu finden oder was. Alles andere finde ich. Papier, Schlösser, Klebeband, Schraubendreher, Mundschutze, Wollhandschuhe. Ich finde natürlich alles, was ich nicht brauche. Ein Soldatenhelm. Den setze ich auf, aber nur, weil ich ihn dann nicht tragen muss und ich den verkaufen kann. Eine Nadel. Jetzt kommen wir mal. Ja, da. Da, das grüne Gedöns. Da sind bestimmt ein Haufen Handschuhe drin. Wo man auch Glück haben könnte, wäre beim Loot Drop. Jetzt dreht sich noch Boot um. Zum Glück leuchtet das ja alles durch. Na super. Jetzt hat er mich gesehen. Vielleicht läuft er über auf den Bunker. Er läuft lieber auf den Bunker. Oder? Oder? I don't enjoy this. Jetzt ist er weg. Tür auf, Tür zu. Hallo? Er ist in der Busch. Schnell weg.
Ja, da läuft auf dem Bunker drauf. Lull. So, Moment. Ja, jetzt müssen wir die Straße weiter. Dann über die Brücke. Also Gummihandschuhe. Man geht ja davon aus, dass in den Einrichtungen, die was mit Hygiene zu tun haben, ne, Lebensmittel oder halt Medizin, dass dort auch entsprechend Handschuhe sind, ne? Mundschutze. Ja, Lootflop. Vielleicht haben wir Glück und da gibt's. Ah, oh, der ist ja gleich in der Nähe. Komm, meine kleine Puppe. Gebackene Puppe. Ach, da muss ich schon hier runter. Hä? Das sieht aus, als ob das im Meer. Ja gut, dann ist das so. Komm, meine Kleine. Ja, da gucken wir jetzt noch. Jetzt, da kommt uns so unberechenbar, hä? Rennen. Pippi ist eine kleine Rennmaus. Hui. Das Gebüsch war richtig thick. Ich wollte ja eigentlich den Counter hier runterstellen auf 10 Minuten, damit das Ganze ein bisschen Würze reinkommt. 20 Minuten, das ist zu großzügig. Im Mehrspieler ist das natürlich ein bisschen mehr verteilt, die Airdrops. Aber im Einzelspieler ist das halt immer im Quadranten, wo du halt selber bist. Und deswegen 20 Minuten ist in der Regel extrem großzügig. Und was ja auch noch cool wäre, wenn ihr ab und zu, also wenn zum Beispiel, wenn du das Schloss nicht knackst, dass da hier zum Beispiel, was weiß ich, eine Minute gleich weggeht von der Zeit oder sowas, ne? Oder das hier, du machst das öff und hier ist ein Püppchen drin oder sowas, ne? Oder ein Bär. Ich hatte schon mal gehabt, dass hier irgendwelche Tiere drin sind, ne? Kam ein Airdrop runter, hier unten stand der Bär und da war dann hier drinne. Das war, da habe ich auch noch angefangen gerade. Ich hatte nichts dabei, außer hier so selbstgemachte Axt und so. Wir haben alles. Jetzt müssen wir nach Westen. Ja, das hat sich gelohnt. Wir haben unsere Handschuhe. Obwohl, ich glaube nicht, dass die reichen. Da sehe ich das Auto. So. Wir sind in A2 angekommen. Und natürlich regnet es. Und geh jetzt mal zu dem Spot, von dem ich dachte, dass hier ein Bunker ist. Und es ist ein Bunker. Wir müssen jetzt noch um 2000 Ecken. Da sind wir nämlich. So. Das heißt, ich werde mich jetzt schon mal vorbereiten. Wir haben die Keycard, die brauchen wir natürlich. Das brauchen wir jetzt nicht. So, Schraubendreher brauchen wir, die Muni brauchen wir nicht. Die Dietriche brauchen wir. Wir machen das anders. So, das. Dann setzen wir den hier jetzt auf. Jetzt brauchst du Platz. Ja, das Fressen brauchen wir nicht. Und drinnen jammert sie wieder rum. Man kennt es. So, Dietriche. Mäuschen, wenn ich das da unten haben will, ne? Gravitation, das muss alles nach unten fallen hier. Ja, der Thermometer brauchen wir nicht, oder ist der Fieber? Messer brauchen wir eigentlich auch nicht, obwohl, ne? Man weiß es nicht. Vielleicht da drinnen eine Dose zum Essen. Dann, also wir haben die Dietriche, das heißt also die Haarklammern könnten wir uns erstmal aufsparen. Wir haben ein paar Schraubendreher, hier sind 10 noch drauf, hier sind, oh ne, Schraubendreher brauchen wir noch ein paar. Das hätte ich jetzt beinahe verkackt. Die Gassy Mask? Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Ich meine, die sehen alle gleich aus irgendwie, hä? Also außer von der Farbe und so. Die Gummihandschuhe, ganz wichtig. Vielleicht finden wir drinnen noch welche.
Weil ich glaube nicht, dass die ewig halten. Und natürlich unseren Puppenanzug. Das ist ganz wichtig. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Den ziehen wir uns gleich an. Da hat die Hose ausgezogen. Aber nur die Hose irgendwie, hä? Und da drin sind die Schraubendreher. Sehr gut. Nähzeug, falls wir vor den Sack kriegen. Noch was zu trinken. Muni. Was zum Verbinden. Obwohl, da drinnen gibt es ja bestimmt irgendwas zu verbinden. So. Höschen, die Karre. Mir ist ein bisschen kalt. Na, komm, sag's. So, jetzt setzen wir mal die Mumpe auf. So, jetzt sehen wir das so. Und nicht das aus. Nee. Von der Sicht her dasselbe. Mich würde es halt interessieren, womit macht man mehr Geld beim Händler, hä? Gib mich da mal an. So, die brauchen wir jetzt aber nicht. So, Keycard, Dietriche, Schraubendreher, Gummihandschuhe, Puppenanzug, bisschen was zu trinken. Haben wir Hunger? Nee. Ich glaube, die beste Gelegenheit ist gerade jetzt verstrichen, um reinzugehen. Das ist ein Busch. Das ist ziemlich klein. Jetzt könnt ihr gehen, Trottel. Blöd, Mann. Oh Gott, die macht ja alles scheiße. Fuck. Oh, noch einer. Scheiße. So. Dumm, dumm, dumm. Was für ein Amateurfehler. Gucken wir uns jetzt alle Bläder an, oder wie? Ja, dachte ich mir schon, dass der Öbner so Udo ist. Upsi, pupsi. So. Immerhin, wir haben eine Waffe in der Hand. Jetzt macht er nämlich ja keine Pause und rennt pauschal ohne Pause hin und her. Seht ihr da oben? Ne? Doof. Also wenn er Richtung von dem kleinen Häuschen läuft, ist das wahrscheinlich die beste Möglichkeit reinzukrabbeln. Scheiß. Das war nicht so guter Start, hä? Oh shit. Ach, da ist eine Inge. Tschüss. So, jetzt würde ich gerne noch den Laden wieder dicht machen. Naja. Genau deswegen. Das finde ich gut, dass hier wenigstens solche Kisten sind. Okay. Da kann ich mich wenigstens verstecken. Das geht doch schon mal scheiße los. Ja, ich meine, was will ich mit dem Loot, ne? Ja, Mensch, wieso ziehst du immer die Männer aus? Auch wenn es eine Frau ist. Judge 44. Da muss man dann so immer dieses hässliche Donald Trump-Gesicht machen. Ja. Als ob er einen Sacker zwischen Zähnen hat, ne? Aber Republikaner feiern das, naja. Die feiern allen möglichen Scheiß. Ist hierzulande auch nicht anders. Sehr schön! Ein Magazin für meine Pistol. Was ich jetzt natürlich noch bräuchte, wäre ein bisschen 9mm Muni, denn das sieht ziemlich übel aus. Finde mal hier ein Päckchen. Da füllen wir das jetzt mal auf. Ach so, da fällt mal ein, wir haben ja den Puppenanzug. Und den haben wir auch an.
Ich Idiot. Warum mache ich mir so Stress? Wieso mache ich mir so einen Stress? Das ist die Frage. Wir können ja eigentlich ganz gemütlich durchschlendern. Warum greife ich die an? Wieso bin ich so eine böse Frau? Da brauchen wir das so gar nicht öffnen hier. Aber der Rucksack wird leichter, ne? Also wir können ja ganz chillig durch die Gegend eiern. Die einzigen, die uns hier gefährlich werden können, sind Sprengpipis, wenn wir zu nah an denen dran stehen. Und die Bots. Aber das spielt für uns im Augenblick erstmal keine Rolle. Da ist unser Eingang. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich weiß nur... mein Mundgulliwasser. Kaffee. Ich weiß nur, je mehr Leute reingehen, desto weniger Zeit hast du. Und jetzt gehen ja nur Wednesday rein, ich und unsere anderen vier Persönlichkeiten. Also das dürfte ganz chillig werden, ein bisschen eng dann, aber naja. So, los geht's. 15 Minuten. So, hier ist der Knopf, falls wir keinen Bock mehr haben. So. Ach, das alles fürs E-Schrank? Ach, scheiße. Okay. Oh, Alter. What? Wieso stirbt man hier? Ach, ich hab deinen Schuhkorn schon abge... Oh. Du bist ein Noob. Du bist ein Noob. Ja, Greenscreen, ich krieg die Krise! Moment. jetzt ist alles weg. Wir sind aber noch da. Ich komme hier nämlich nicht mehr rein ohne die Scheißkarte. Das heißt, alles, was ich jetzt dabei hatte, ist weg. Aber die Puppen haben mich angegriffen. Falls da welche war. Wo ist aber dein du Kuh? Ja, ganz auf der anderen Seite. Und gucke mal dort. Nee, warte mal. Da, in der Nähe von A2, da ist der Bunker. Da muss ich hin. Wir können nur schwimmen, so ist nicht. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Aber der Puppenanzug hat schon mal im Bunker geholfen. So, jetzt sind wir ja komplett auf der verkehrten Seite. Das war ja auch wieder mal klar, ne? Dort will ich hin. Und da sind wir. Richtig geil. Das Blöde ist, man kann sich jetzt umständlich hier ein Backup machen, weil hier gibt's ja keinen... Jetzt hüft's. Jetzt hier gibt's ja keine normalen Spielstände. Im Einzelspieler, was ich auch ziemlich doof finde. Und das war's. Nicht wahr? Wisst ihr, warum gebe ich da überhaupt was zu fressen? Die brauchen nie was zu essen. Die stirbt da immer. Das Essen wird überbewertet, hä? So, Steine gibt's ja auch keine. Ja, wir leben auf einem Gasplaneten, da gibt es keine Steine. Wir müssen nach Nordwesten. Ich weiß nicht, warum ich diese komische Anzeige da oben habe. So eine übelst detaillierte, als ob ich einen Kompass dabei hätte. Ich habe gar keinen Kompass dabei. Das durfte ich eigentlich gar nicht sehen. Wenn ich jetzt hier rüber schwimme, kann es sein, dass uns ein Hai vernascht. So, wie kommen wir jetzt hier rüber, ne? Mir fällt da spontan nur eine Möglichkeit ein, ne? Normalerweise ist die Gefahr, von einem Hai angegriffen zu werden,
äußerst gering. Ja, deine Füße sind nass. Dann zieh doch durch was aus. Ja, das hat's jetzt gebracht. Zum Glück haben wir keinen Körper gemacht. Mal gucken, ob wir rüber schwimmen können, hä? Oder ob wir gleich wieder ins Wasser beißen. Da gab's doch bei den schwuchtlichen Haien auch so ein scheiß Minigame, hä? Vielleicht sollten wir's da drüben probieren. Da hinten ist eine Brücke. Das ist die... Hä? Wieso ist da eine Brücke? Oh, guck mal, Fischleins! Das ist keine Brücke, das ist ein Grafikfehler. Ich habe mich jetzt gewundert, hä? Brücke? So, jetzt haben wir natürlich das Surfbrett. Aber anstatt einfach einen Stock zu nehmen, braucht man ein Paddel. Das wäre jetzt natürlich nicht schlecht, wenn ich ein Paddel hätte. Aber wo kriege ich Nägel her? Nägel für ein Paddel. Als ob nicht ein einfacher Stock reichen würde. Die Gondoliere kriegen es da auch hin. Ja, wo kriegt man ja Nägel her? Man könnte ja sich auch einen Steinnagel machen. Könnte man. Aber irgendwie geht das ja nicht. Hier gibt's keine Steine. Das ist ein Gasplanet, wie man hier sieht. Jetzt gib mir doch mal einen Stein hier. Jetzt haben wir genug Fiesemadenten gemacht. Was ich auch ein bisschen doof finde, im Wasser funktioniert keine Waffe. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob man da auch ein Messer rausnehmen kann oder so. Wir können es mal probieren. Wir machen uns jetzt mal ein Messer. Ich finde das eigentlich, gut, Killbox, das war jetzt auch eine dumme Idee. Ich mache das sonst ja auch nie. Ich will jetzt bloß mein Auto wieder haben. Wenn ich das Messer jetzt in der Hand nehme, ich müsste doch eigentlich in der Lage sein, auch im Wasser das Messer zu benutzen, hä? Falls mich irgendwie ein Vieh angreift. Ein Goldfisch oder so. Hör mal zu. Geh halt nicht zu, die taucht bloß auf. Wie doof ist denn das? Machst denn du? Ich bin Ursula Neverly und ich möchte ein Museumsshop aufmachen. Ja, ich war mal bei so einem Existenzgründungsseminar, das ging 8 Monate. Und da waren die lustigsten Leute. Unter anderem ja auch ich, ne? Ursula Neverly, über 50, wollte im Dresdner Gewölbe ein Museumsshop aufmachen. Ja, keine Ahnung, was draus geworden ist. Zu gucken. Oh, die Haie! Schwimm! Ich will nicht. Hier kommen die Haie mit 100% der Wahrscheinlichkeit, ja, ne? Ich hab keine Ausdauer mehr, wie immer, wenn der Hai kommt. Was? Zum Verlassen? Drücken! F! Das Vieh hat mich losgelassen, aber was nützt mir das? Ich will weg hier. 37%! Komm, wir schwimmen mit den Haien. Lass mich los. Oh, Alter. Ja, meine Füße sind nass, das ist unser Problem. Ich will doch nur mein Auto. Ich kann kurz mal schnell schwimmen. Gesundheit geht runter, ich kann mich nicht verbinden. Das war's gleich. Wow, the great fight. Ich hab ein Achievement. Scheiße, jetzt sieht man es nicht mehr. Sektor. Jetzt gib mir mal ordentlich einen Sektor hier. Scheiße. Oh, es blubbert noch. Wo sind wir denn nun? Ja, super. Immerhin. In der Nähe von dieser Eisenbahngrütze. Da.
Wo müssen wir denn nur hin? Westen? Da! Da ist die Brücke! Mensch, befreie dich, du dösliche Kuh! Die arme Wednesday! Vielleicht sollte sie doch lieber tot lassen. Da ist ein gefährlicher Ort. Genau das Richtige für unsere Schnuller. Immerhin, es regnet nicht mehr, ne? Feuchtigkeit ist nicht so unser Problem als Frau. Denn wir fühlen uns untenrum ja frisch. Na, Seeluft ist gesund am Arsch. Jetzt schifft das hier unten. Na, Schnulle, hä? Mit deinen Appelbäckchen. Also ich habe ja nichts dagegen, ne? Wenn das hier mal so... Es ist, ich will nicht mal sagen, dass es frustrierend ist, ne? Es ist einfach ein Survival-Game. Und entweder, wenn man macht's schnell und geht auf Risiko, wie jetzt gerade, hups, der Boom, der stand gerade noch nicht da. Oder man nimmt sich viel Zeit und geht drumrum. Wäre ich drumrum gelaufen, hätte das viel Zeit gekostet. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe hier keine Werkzeuge. Ich werde mir trotzdem jetzt mal eine Axt wenigstens machen. Mensch, Mittwoch. Eigentlich sind wir auf der Insel. Ich hätte sie Freitag nennen sollen. Ich habe dasselbe Problem wie sonst auch. Ich habe nämlich ja nicht, um Köcher herzustellen. Außer wir machen ein Püppchenblatt. Aber immerhin, wir haben schon mal einen Bogen. Wir haben die Axt. Wir können los. Hier ist außerdem ein WK2-Bunker. Oder WK1. Also mir gefällt das auch. Also wenn du voll ausgestattet bist bei Scum, ne, dann musst du dir ja eigentlich über nichts mehr Sorgen machen. Da ist ein Boot! Wir fahren mit dem Boot rüber. Schön. Danke, dass ich das vorhin, ne? Wir hätten uns das mit dem Hai eigentlich schon sparen können. Boot und so. So kommen wir nämlich eh rüber. Hier liegt natürlich die allgegenwärtige 1911er in Doppelausführung. Das macht sie für mich nicht interessanter. So, das war's. Nicht drin. Enttäuschend. So, da gucke ich jetzt mal. Wir könnten hier in die kleine Bucht rein, aber ich glaube, da reicht der Sprit nicht. Aber du kannst, glaube ich, ja auch mit dem Boot paddeln. Doch, da liegt eine Puppe, aber es ist nur eine Decke. Geld! Face! Holz! Gesichtszerstörer! Kommt den immer mit! Mache Gulasch draus! Oh, hä? Was ist das? Hosen. So. Was willst du? Mache dein Bus zu! Wo ist denn der? Ach, da drinnen! Ich bin extra reingehüpft, um aus dem Weg zu gehen hier. Geh weg von mir! Ich bin ein zartes Pflänzchen! Du dusselige Sau! Jetzt mache ich dich kaputt! Nicht mit der Axt! Weiß ich, du musst noch viel lernen. Zerhauen doch mitten. Jetzt haben wir hier eine Kerze. Bringt uns nicht. Und eine Brechstange. Bringt uns auch nicht. Gib uns Klamotten. Ein Rucksack vielleicht. Das wäre günstig. Immerhin, wir haben Geld. Und wir haben Pfeile. Das Ding verarscht mich. Nee, warte mal, das verarscht mich gar nicht. Das hilft mir sogar. Komm mal her, meine Schnulle. Wir zerteilen jetzt den Leib und ich glaube, wir kriegen auch einen Köcher jetzt hin. Wenn wir sonst nicht hinkriechen, ne? Ein Paddel zu bauen zum Beispiel, wäre die nicht so doof und hätte jetzt ein Paddel hinbekommen, dann hätten wir das ganze Problem gar nicht. Den Köpf brauchst du nicht, hier unten ist der ganze Bums, den ich will. Hier. Menschliche Haut. Mit der können wir zum Beispiel einen Köcher herstellen. Ich brauche ein Nähset, ist das dein fucking Ernst? Wo soll ich denn jetzt hier ein Nähset herbekommen?
Sonst habe ich immer eins dabei. Enttäuschung. Tja. Ich habe mich umsonst zerstört, aber naja. Ups. Was kann ich dafür? So. Nicht ins Wasser fallen. Okay. Oh, wir haben Benzin. Und das könnte sogar reichen, um bis in die Bucht zu kommen. Versuchen wir es mal. Ich finde das genial. Ich wollte es mal testen hier. Im Editor habe ich ja an den Einstellungen für den Airdrop gearbeitet. Jetzt kann ich das nicht ausprobieren. Ich habe auch nicht geguckt, wie lange das Ding jetzt schon da steht. Naja. Okay. Hui. Leck mich doch am Arsch. Was denn nun los? Hängst du fest? Verankerung lösen. Ich dachte, das macht die automatisch. Kümmer jetzt. Ich glaube, die wollen mich ja alle verarschen. Was macht die? Trinken. Das kann doch nicht sehen. Umdrehen. Ja, trinken, leck mich doch am Arsch. Umdrehen. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn das umdrehen? Da musst du mir immer die Option geben. Ist das auch so ein Minigame hier? Komm runter. Verankerung lösen. Das ist gleich mal die Verankerung von deinem Kiefer. Ja, sag mal, was ist das für ein Bau? So dicke ist sie doch gar nicht. Da gibt das Boot um. Unglaublich. Oh, jetzt haben wir hier auch noch übelste Grafikfehler am Motor hier. Oh, ich sehe schon wieder. Pipis. Ja, das ist jetzt überhaupt nicht gut. Ich habe nämlich nur den Hammer. Aber die hüpfen doch auch hier rein, hä? Die sind so genial. Die sind so ein bisschen doof, ne? Aber mir gefällt das. Juhu! Oh, jetzt hat er es fast geschafft, hä? Respekt. Für dein nächsten Leben, hä? Unter dir. Mach eine Heinadel drauf. Oh, guck die Dicke an, wieso? Die arme dicke Schnulle. Und sie versucht es nochmal. Sie kriegt kein Seesternchen, sie kriegt eine Walross. So, komm hier. Ordentlich wieder reinfallen hier. Wir wollen nicht so bekloppt sein wie die Puppen. Ja, das waren wir ja schon, hä? Verankerung lösen, Treibstoff einfüllen. Macht jetzt zwar null Sinn. Ich wollte ja noch bis dahin fahren, aber ich würde mal sagen, wir hüppen hier raus, weil hier kein Sprenger ist. Warum kann ich nicht mit der Jolle hier fahren? Oder was das auch immer sein soll. Ich versuche einfach nur klug zu scheißen und den Begriff zu benutzen, den ich irgendwo mal bei der Sendung mit der Maus gehört habe. So, da haben wir ja so einen komischen Hafenspot. Aber der triggert mich im Augenblick nicht. Ich möchte jetzt eigentlich nur zum Auto zurück. Ich habe 10 Tage Zeit. Dann die Spawns. Man munkelt. Aber ich glaube, wenn da dein Gelumpe drinne ist, wohl eher nicht. Die Stifte. Unfasslich. Ich suche eigentlich bloß eine Tasche oder sowas, ja. Jetzt! Da! Eine Zange! Hm? Schön. Es macht natürlich auch... In Jogginghosen sieht ihr eigentlich auch ganz schön sexy aus, hä? Aber ich glaube, ihr Arsch frisst jede Hose. Die hat immer, ne? Die macht jede Hose zum Ritzenputzer. Oh, warte mal. Hier können wir... Oh, nein. Das ist im Meer mega... Warum? Das ist im Meer natürlich mega
schwierig. Du kannst dich im Meer ja nicht verbinden. Und du kannst keine Waffen benutzen. Und das ist für mich halt ein bisschen unverständlich. Jetzt habe ich einen Haufen Antibiotika gefunden. Das ist alles in der Killbox drin. Und da komme ich nicht rein. Die ist ja zu. Und ohne die Keycard, die ich ja schon benutzt habe, komme ich da wahrscheinlich auch nicht mehr rein. Also ist das ganze Gedöns weg da drin. Selber schuld. Ist das ein Auto? Selbst wenn, ich will es gar nicht sehen. Ich habe keine Batterien. Na gut, Treibstoff könnte ich hier abzapfen vom Boot. Gesichtszerstörer. Den hörst du gar nicht mehr? Mach mich nicht auer hier. Ich habe kein Nähzeug. Aber vielleicht finde ich ja welches. Das ist eigentlich vergebliche Liebesmühe, ne? Ein Holster! Schön. Ich habe keine Waffe, also was nützt mir der Scheiß? Man kann in das Holzteil auch nur eine Waffe reintun, ne? So Pfeile und so kann man da natürlich keine rein. Ein Schnorchel. Ja, das Item brauchen wir dringend hier. Hier ist nichts. Ja, Klamottenschrank oder sowas wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Weißt du was, wenn du das machst, dann... Ne? Ich heb das nicht mehr auf. Da bleibt's liegen. Die ist auch immer so quengelig, ne? Wenn wir einkaufen gehen. Quengelecke an der Kasse, ne? Man kennt es. Ja, ja. Läden sind amoralisch. Du gibst mir wieder einen Haufen Gelümpe, mit dem ich nicht anfangen kann hier. Das Spiel macht sich, das ist spottet. Ja. Schlösser und Gedöns. Aber mein Auto, hey, da ist, sind 20.000 Rucksäcke drin. So, zwei Verbände reichen, ansonsten Respawn und so. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen Risiko, was ich hier mache, ne? Ja, ich glaube, den Bogen werde ich gar nicht brauchen. Ich gucke jetzt hier nur oberflächlich drin, ob hier was liegt. Ne. Weil ansonsten, wir müssen ankommen, denn die Zeit arbeitet ja gegen uns. Ne? Durst, Hunger, Pipi, kalt. Oder eher zu warm. Wo kommen wir raus, wenn wir den Weg jetzt hier lang? Ja, wir müssen einfach nur den Weg hier lang. Und dann kommen wir automatisch zu der Straße, wo der Bunker ist. Warte mal, hier ist ein Obstbäumchen. Wir essen vom Baum der Erkenntnis. Wobei Erkenntnis ist eine gute Sache. Die Frau ist dran schuld, dass wir aus dem Paradies geflogen sind. Aber das war die beste Sache, die passieren konnte, sonst wird es uns alle nicht geben. Und es gäbe nicht die Möglichkeit der Erkenntnis. Und der Sinn des Lebens ist nun einmal Erkenntnis. Nicht 42, sondern Erkenntnis. Und diese Erkenntnisse zu teilen und weiterzugeben. Von Generation zu Generation. Und der ganz andere Scheiß. Immerhin, heute sind wir mal passend gekleidet. Und das erste Mal, und das ist eine Premiere, das erste Mal im Leben seht ihr eine Frau in Jogginghosen, die in Jogginghosen joggt. Das erste Mal wird eine Jogginghose ihrem eigentlichen Zweck zugeführt. Zum Glück hast du die kleine Milchwirtschaft, hä? Mit dicken Brüsten hättest du wahrscheinlich gleich wieder Durst. Oder Hunger. Mir ist warm. Ja. Das war ja ein bisschen doof mit der Killbox. Aber das hat uns ja auch wieder zu einem ganz anderen Abenteuer geführt. Also meine dezente Verpeiltheit, Gummihandschuhe vergessen. So. Ich suche extra noch Gummihandschuhe und dann vergesse ich es anzuziehen. Extra noch die Killbox und so. Und, oh, wie doof kann man sein? Du brauchst immer, weißt du, so viel Gelumpe, aber vom Paddel Nägel. Was haben unsere Vorfahren gemacht? Wo es noch gar keine Nägel gab. Wie sind die über den Fluss gefahren, haben Fisch gefangen und sowas? Gab's keine Nägel. Also in der Hose, das sieht ein bisschen aus, als ob das Leder ist, hä?
Das fehlt, da fehlt das Organische. Das sieht irgendwie kacke aus. Das sieht unbequem aus. Die weiße gefiel mir besser. Die sah flauschiger aus. Und waschbar bei 30 Grad. Obwohl, wenn ich die dann so über die Insel jage, das ist natürlich dann auch ein bisschen gut für ihre Konstitution und sowas, ne? So, die Hälfte haben wir auf jeden Fall geschafft. Die Hälfte von was überhaupt? Für Weg oder so. Scheiße. Da müssen wir nur lang, da lang. Wir können es ja mal versuchen, die Hacken aneinander zu schlagen und zu sagen, es ist nirgendwo so schön wie bei meinem Pickup. Es ist nirgendwo so schön wie bei meinem Pickup. So, Wasser brauchen wir erstaunlicherweise keins. Ich wüsste auch gerne, wie das hier aussieht in Sachen Temperatur. Aber hier scheint es gut zu gehen, dass die Schuhe, hier guck mal, die haben sogar Sportschuhe, die irgendwie nicht aushalten. Hä? Die sind schon wieder auf 80% runter mit 100 sind wir gestartet, aber so wirklich joggen kann man damit nicht. So, der Bunker ist schon mal da. Er ist nicht despawned. Wo habe ich denn mein Auto hingetan? Hingetan vor allen Dingen, hä? Mal in den Jackentaschen nachgucken. Hier ist der Bunker. Das ist doch der. Exactly. Da steht mein Pickup! Na Gott sei Dank. So, meine kleine Inge. Wednesday. Es tut mir leid, das war heute nix. Oh, kommt das Geld bald mal. In 70 hast du dir verdient, hä? Komm rein hier, den Klappbuster. Immerhin, wir haben neue Unterwäsche. Und neues Top. Fetzt. Ansonsten schauen wir mal, was wir hier noch haben. So, Höschen. Ja, jetzt haben wir kein T-Shirt oder so, ne? Mein ganzes Gelump ist weg. Ein AWP? Ohne Muni nehme ich an. VHS-Wappen, Waffenteile. Hier ist noch eine Zange, schön. Ein VHS-Munition. 45er. AK-15. Ja, wir haben Munition für alles, außer fürs ABP, oder was? Ja, fürs M1 haben wir auch noch was. Jetzt haben wir Nähzeug, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Wir haben ein volles RPK-Magazin. Ja. Wir haben immer noch keine Waffen. Doch, den Bogen. Wie schön, aber immer noch kein Platz für die Pfeile. Außer wir ziehen jetzt das Jäckchen an. Dann haben wir hier wenigstens ein bisschen was. Der Bogen hat zwar ohne scheiß Konstitution, aber der lässt sich ja reparieren. Wie Zugewicht einstellen, ist wohl zu viel. Warte mal, Schnecke. Wir gucken mal, ob du den Bogen benutzen kannst. Ich hab keine Pistole. Ich hab nur das. Wo ist die Axt hin? Hä? Hat sie nicht eine Axt? Wo sind die hin? Ich hab Gocki. Mein schönes Katana ist weg! Das war fuck teuer! Ja, da hab ich ja wieder mal schön nachgedacht. Ich hätte gar keine Waffen gebraucht. Ich hätte das alles im Auto lassen können. Alles. Pistole, Gewehre, alles. Weil ich hatte doch den Puppenanzug. Mich hat doch gar keiner angegriffen. Es gab keinen Grund, Waffen mit da reinzunehmen. Keinen. Und schon ist sie wieder da. Die Lernkurve. Immerhin, Antibiotika, eine Granate. Ja, Waffenholster habe ich ja auch nicht mehr, also ich kann es doch behalten jetzt. Ne? Es sieht sehr düster aus hier. Munition habe ich keine fürs AWP. Ja, mal sehen, ob der Bogen wenigstens funktioniert hier. Hä? Ja, funktionieren schön, aber vielleicht bin ich zu schwach. Wir sind zu schwach. Es ist einfach manchmal hart. Das Leben ist hart. Zumindest sind wir nicht wehrlos. Ich frage mich jetzt, wo ich die Axt hingetan habe. Wenn ich mir das Video dann angucke, da, du Depp. So. Jetzt gehen wir mit eingezogenem Eierstock nach Hause, also Schwanz. Das ist natürlich frustrierend.
aber es ist meine Schuld. Ich hätte gar keine Waffen mitnehmen müssen. Ich hätte einfach nur den Anzug, Rucksack und natürlich einen Haufen Zeug zum Knacken mitnehmen müssen. Und nicht zu vergessen die Gummihandschuhe. Und dann wäre das alles geritzt gewesen. Aber nee, ich habe nicht nachgedacht. Ich habe die Pistole mitgenommen und das Gewehr und alles. Und Katana. War alles vollkommen unnötig. Ich bin enttäuscht. Und sie ist auch enttäuscht von mir. Immerhin, wir haben ein Auto. Wir sind nicht ganz lost. Gott, wie bescheuert kann man sein? So, ich werde mich jetzt nach Hause verflüchtigen. Ich sag mal danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal.